Let's play. Oh, jetzt bin ich aber richtig raus. Kingdom Come Deliverance. Fink. Fink, du Nasenbär. So, gleich macht er das bestimmt. So, jetzt habe ich es total vergessen. Wir haben unser Pferd schön angezogen, das ist wichtig. Fährst du noch Motorrad oder war das so ein... Komm, mach ich mal. Nee, ich habe Motorrad tatsächlich, aber ich fahre sehr selten. Irgendwie ergibt es sich nie. Aber prinzipiell schon. So, wir müssen jetzt einfach stumpf nach Süden ballern. Stumpf nach Süden. Okay, ich wüsste gern, wo dieses Steam Overlay neuerdings ist. Oh Gott, hier kommen wir nicht rüber, oder? Doch! Geiler Gaul! Wo ist der Vogel hin, da? Ich will wissen, ob ich mit der kleinen Axt auf den Boden stechen kann. Das ergibt keinen Sinn, aber. Ich glaube nicht. Also Rehe haben wir ja geschafft, aber das geht, glaube ich, nicht. Sind die Anzeigen von Donatoren und so aus? Ja, habe ich eben vergessen. Kingdom Come Devil Franz. Aber es ist auch noch nichts passiert, oder? Nee, deswegen hatte ich das ausgemacht. Aber das ist Quatsch, das auszuhaben, weil da gibt es auch keine Geräusche, wenn jemand donatet. Ups. Eigentlich finde ich das, ich finde die Idee nett, dass es aus ist, wenn noch nichts da war. Aber dann merke ich auch die erste Donation und so nicht. Das ist natürlich dann doof. Wolltest du dein Schwert wieder ausrüsten? Ja. Ich habe einen interessanten Ort gefunden. Ich wollte eigentlich mal tatsächlich ein bisschen mit der Axt kämpfen, weil ich irgendwie die wirre Hoffnung hatte, dass ich dadurch stärker werde. Aber das stimmt ja wahrscheinlich gar nicht, ne? Du hast recht, Tobi. Ey, wie schön ist dieses Spiel? Das ist echt lächerlich. Und ich würde natürlich Axtkampf leveln. Dann könnten wir dem nächsten adligen, verzogenen Jüngling mal schön einen mit der Axt überbraten. Unser Pferdchen geht schon viel besser ab, seitdem es der Schabracke hat. Vielleicht finden wir hier immer noch so ein Reh. Jetzt stöpseln die hier so rum. Dieses Reh ist kaputt. Habe ich jetzt mein Pferd erwischt? Was stimmt denn mit dem Reh? Alter, das war ja fast unsterblich. Gott sei Dank hat er den Reh kaputt gemacht. Aber jetzt habe ich's. Oh, irgendwas haben wir bekommen. Neue Stufe in Jagen. Und wir haben Spezialisierungspunkt. Ach, man muss es erst looten, damit man den Punkt in Jagen kriegt? Ja, aber wir können Totentieren in die Haut abziehen. Das finde ich ziemlich gut. Innereien finde ich jetzt nicht so spannend. Aber das ist doch schon ziemlich geil. Finde ich schon gut. Es lohnt sich doch, oder? Jetzt haben wir es doch noch gar nicht. Ja, okay. Also das wird nur getriggert, wenn man das frisch kriegt, oder was?
Mein Schwert ist ganz schön schmutzig, ja. Das ist schmutzig geworden. Das finde ich aber auch cool in dem Spiel, dass die Leute da auch drauf reagieren. Also, anhand des Charisma-Werts natürlich, ne? Aber... Boing! 1 Hase, 1 Hase! Elenza, komm gut ins Bett, schön, dass du da warst. Der Kantige ist auch weg, später Kantiger Kanten. Kant. Kantonese. Was ist hier passiert? Sind wir hier nicht mit dem Jüngling zum Jagen lang geritten? Ah, ist alles noch gut. Gib die verbuggte Köhler-Mission ab. Ja, die ist ja direkt hier. Aber, ja, nee. Wir können es probieren, aber... Wie hast du dein Pferd bekommen, fragt ihr die. Das kriegst du im Laufe der Hauptquest. Hier sind ja die Köhler. Wir können es probieren, mit denen zu quatschen. Aber ich meine, wir haben Rotschopf jetzt halt auch gefunden, ne? Wo sind denn die Penner? Du hast den Kindern eigentlich gesagt, was du für ein Motorrad fährst, oder hat die taube Frau das nicht gehört? Nee, momentan fahre ich eine Dominator. Aber auch nur so aus Spaß. Also wirklich ganz selten. Ich bin letztes Jahr, glaube ich, tatsächlich fast gar nicht gefahren. Wann im Laufe bin ich da vorbei? Ja, ich will jetzt nicht spoilern. Okay, die schlafen alle. Das ist natürlich eigentlich mal ganz nett. Nein, geh weg, lass mich schlafen. Okay, die schlafen tief und fest. Wann haben wir das letzte Mal gespeichert? Wie viel Schnäpse haben wir noch? Schon länger her, dass wir gespeichert haben, oder? Also eben stand da einmal, es wäre geschnäpselt. Es wäre geschnäpselt worden. Retterschnaps, Menge. 5 Stück. Okay, komm, wir speichern nochmal und dann räumen wir hier den Laden gerade nochmal aus. Sup, 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 sup. Okay, da müssen wir bleiben. Hör auf zu spacken! Hier Schläger ist nicht schlecht. Brauchen wir das nicht? Taschendiebstahl erfolgreich. Gute Nacht, toter Winkel. Oh, ich muss mich kratzen. Das ist keine gute Idee hier mehr. Wir haben eine Spezialisierung in Taschendiebstahl! Taschendiebstahl Franz! Linke Finger, beim Taschendiebstahl bewegt sich der Zeiger doppelt so schnell. Das ist perfekt. Eine Chance entdeckt zu werden, wenn viele Leute in der Nähe sind. Okay. Ich will auf jeden Fall, dass sich der Zeiger doppelt so schnell bewegt. Das finde ich richtig gut. Diebischer Blick. Enthüllt sofort einen Gegenstand im... Oh, cool. Und die Werte. Cool. Jetzt bin ich mal gespannt.
Jetzt, ich habe nicht so viel davon gemerkt, dass es schneller ging. Ja, es ist jetzt halt doof. Weil hier irgendwo ein freies Bett. Hier könnten wir pennen. Dann speichert er zwar nicht, aber dann stehen die Köhler halt irgendwann wieder auf. Jule, komm gut ins Bett. Da grunzt jemand. Tja, wir müssen, also momentan schlafen wir tatsächlich nur, um die Zeit rumzukriegen, weil es dunkel ist. Die Köhler wohl aufstehen. Nachti! Also du kriegst offiziell im Laufe der Story kriegst du dein erstes Pferd. Das gehört auch dir und es kommt auch, wenn du pfeifst. Wie schlafen die denn? Solange sie schlafen, räume ich sie aus. Oh! Geil, Leuchtstufe der Heimlichkeit. Das Pferd ist Pebbles, was man kriegt übrigens. Alter. Ich bin ein Biest in Sachen Taschendiebstahl. Oh, nee, das riskieren wir mal lieber nicht. Das Spiel hat beim Schlafen gespeichert. Oh, geil, danke. Echt? Ach, shit, dann hätte ich einfach... Dann hätte ich ja einen Trank sparen können. Also schick mit Kittel ist es nicht. Nee, das habe ich, den Kittel habe ich gekauft. Doch eben, das ist doch die Schabracke vom Pferdehändler. Jo, gespeichert. Okay, dann hätte ich noch so einen Lumpentrank sparen können. Oh, guten Morgen. Ich habe euch komplett ausgeräumt. Ach krass, die ziehen sich ja tatsächlich richtig an. Ach, ich habe den ganzen Scheiß im Inventar, den ich denen geklaut habe. Die geklaute Axt. Ja, zwei geklaute Äxte. Das Geweih, hier Schleder. Rattenstachelkacheln. Ein Dolch, den brauchen wir später für hinterhältige Hinterhaltsattacken. Das ist gammelig, das kommt weg. Warum steht ihr Penner denn jetzt nicht auf? Oh. Gute Nacht, Treiber. Nach wie vor beste Besserung an alle. Da steht er auch schon mal auf. Das ist auch schon mal was. Jetzt holt er sich irgendwo Klamotten. Der nascht hier was. Könnt ihr jetzt bitte aufstehen? Kann auch auf dir rumlaufen. Oh, dann glitschst du durch die Erde. Was zum Teufel?
Er zieht sich auch mal an. Oh, hier ist noch ein Schloss. Mist, das hätte ich noch klären können. Aber wohl direkt neben den Schlafen, ne? Ist vielleicht ein bisschen dreist. Bisschen dreist, ne? Bisschen dreist. Ich habe entdeckt, eine Fischreuse. Oh, hier könnte ich Forellen stehlen. Das merken die bestimmt. So, endlich! Meine Fresse! Können wir jetzt miteinander sprechen? Hey, pass auf! Dich merke ich mir. Okay, der Wortführer der Köhler redet ohne Frühstück nicht mit mir, oder was? Ist ein scheiß Problem. War cool, dass sie einen Tagesablauf haben. Guten Tag. Hast du ein reiterloses Pferd gesehen? Ein Reitschimmel? Allerdings. Ist hier vorbeigelaufen, flussaufwärts. Distel ist ihm hinterher und noch nicht wieder zurück. Distel? Ein hiesiger Köhler, nicht der hellste. Wir nennen ihn Distel. Cool, da hat er gerade mal gar nichts gesagt. Das ist neu. Okay, also hier buggt auf jeden Fall was. Direkt neben den Schlafenden eine Kiste aufmachen, das ist Franz zu dreist. Die Schlafenden selber ausrauchen, das ist in Ordnung. Die Kiste, wenn man das failt, macht ein Geräusch, deswegen habe ich es nicht gemacht. Stand da gerade, dass es stromaufwärts nach Norden abgehauen, das Pferd? In die Richtung, okay. Ach, ah, guck mal. Wie, das ist jetzt B? Nee, das stimmt doch hier nicht. Wir suchen mal nach Krapfen, halt. Ach. Was geht's in dem Spielfall Kaffeebecher? Wir sind Heinrich im schönen Böhmen. Und wir haben ganz viel Ärger. Es ist ein sehr, sehr schönes Rollenspiel. Viel geht's auch um einen missratenen König, seinen fiesen Bruder und diesen traumhaft schönen Fluss. Leck mich doch. Wie schön. Alter, wie schön ist denn das? Guckt euch das mal an! Okay, also jetzt. Ey. Ich glaube, das ist tatsächlich. Das könnte tatsächlich die schönste Szene sein, die ich je in einem Videospiel gesehen habe. Krass. Und Hans gibt ja auch kein Pferd. Aber... Oh, wer ist das denn? War doch gerade irgendein Vieh. Das war nur ein Hase, der sehr groß aussah, oder? Von wann ist das Game? Schlecht sieht es ja nicht aus. Es ist von letzter Woche. Kingdom Come Deliverance. Macht mir sehr, sehr viel Spaß. Pferdchen! Pferdchen, da! Ausdauer regenerieren. Komm dem Pferd ja nicht näher, verstanden? Verschwinde, das reicht. Ich hab dich gewarnt. Was willst du denn? Trau dich! Dude, weißt du eigentlich, mit wem du dich hier anlegst? Ey, ich hab zuerst gekickt. Aua, nicht in mein Gesicht.
Was? Kurvafix? Alter, wie steckt der Typ denn ein? Aua! Meine Nase juckt! Oh, 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 oh! Kannst du jetzt mal umfallen? Oh, wir haben eine neue Stärkenspezialisierung. Mundling oder Mundling? Dude, was steckt der denn ein? Ich wollte gerade mal den perfekten Block hier beim Boxkampf üben. Aber ich muss sagen, also das Kampfsystem wird ja viel kritisiert, aber mir macht das irgendwie Spaß. Ey. Was? So, das war mal eine schöne Schelle für den Monsieur. Dude, das hat lang gedauert, aber mir ist nichts passiert. So, wir wollen auf jeden Fall mal deine Groschen mitnehmen. Sonst hast du wirklich nichts Wertvolles. Deinen Apfel nehmen wir noch mit. Das kannst du behalten. Obwohl, wir haben vielleicht Hunger. Nehmen wir noch dein Dörrfleisch. So, wir gucken uns erstmal unsere Spezialisierungen an. Ah, Faustkampf. Faustkampf gibt's nicht. Nee, schade. Kampf. Aderlasser. Oh, eine blutende Wunde. Oh, man kann den Gegner vergiften, wenn das Schwert kaputt ist. Aber eine höhere Chance, jemanden zu verwunden, ist prinzipiell doch schon ziemlich gut, oder? Vitalität, okay, und Stärke. Ist da was Neues dazu gekommen? Ausdauerregeneration ist im Kampf nicht verlangsamt. Selbst nicht beim Ausfallen der Waffe, das finde ich super, will ich auf jeden Fall haben. Also Aderlasser finde ich auch gut. Jedi, komm gut ins Bett. Achso, nee. Nee, doch nicht. Aderlasser finde ich schon ganz geil. Eine blutende Wunde. Immer gut. Raserei. Ah. Oh! Geil, wenn man eine blutende Wunde macht, kriegt man einen Bonus auf Stärke und ich, ja, dann skill ich auch noch Aderlasser. Finde ich auch geil. Rostige Klinge wird auch zu dir passen, das stimmt. Ach, Schwert wissen wir noch nicht, was wir nehmen wollen. Hauptstufe? Achso, da wusste ich noch nicht, was ich will. Okay. Oh, Krapfen. Wie wäscht man solche? Das weiß ich nicht, Jedi. Das weiß ich nicht. Frag die Köhler im Norden. Was ist denn eigentlich der Stall, wo das Pferd hin muss?
Das sind hier die Wappenröcke. Da ist der Pferdehändler. Okay, dann reiten wir mal dahin, oder? Bring Krapfen in seine Stellung zurück. Okay, irgendwie. Oder muss die Quest die aktive sein? Der Stall war in Richtung Uschitze, ja. Uschitze. Musst die Quest anwählen und kannst du da nicht schnell reisen? Ja, ich kann schnell reisen, aber ich find's hier witzig, weil ich ja reiten level. Und ich find's jetzt gerade sehr interessant, dass das auf meine Ausdauer geht. Da stimmt doch jetzt gerade was nicht, oder? Ah, ne, doch nicht. Ach, beide. Oh ne, wir verlieren beide. Habe ich nur noch nie drauf geachtet. Ich habe immer nur auf die Pferdeausdauer geachtet. Und ich finde es tatsächlich hier, stört mich das mit dem Reiten nicht, weil ich das hier so schön finde. Ja, stand doch Köhler oder nicht? Ja, das war auch ein Köhler. Das Pferd ist da vorbeigekommen. Und der dumme Köhler namens, wie ist der? Vettel, Liesel, Schnipsel, Pupel, der war das. Ach, eine Nebenquest zu dem Mörder, stimmt, können wir gleich mal gucken. Der weggelaufen ist, die Sau. Das Pferdchen hier hat auf jeden Fall echt mal massiv Ausdauer. Wo ist der Chef? Oh, wie, ey, was ist das bitte? Was ist das für eine coole Quest? Was ist das für ein erhabener Moment? Dass wir jetzt halt auf Krapfen angeritten kommen. Beste Grüße. Nasenbernd. Ich habe deinen Krapfen gefunden. Bei Gott, welch ein Glück. Unter uns, das Tier ist ein Batzen Geld wert. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn er verloren gegangen wäre. Hier ist deine Belohnung. Danke. Aber verliert ihr nicht wieder. Wir tun unser Bestes. 50 Groschen? Und hätte ich den behalten? Oh, das ist jetzt aber krass. Wir bringen hier mega das Superpferd zurück und kriegen 50 schäbige Groschen? Das ist aber nicht so viel, oder? Wieso haben wir 106? Was habe ich denn hier wieder Schweres dabei? Eine Bart-Axt. Lautes Brot. Pferdchen! Ach, da bist du ja. Du bist ein hübscher. Ein hübscher Pferd. Vielleicht hätte er auch mit dir geredet, wenn du zu ihm statt zum Pferd gegangen wärst. Ja, aber ich muss sagen, ich fand den Faustkampf mal wieder ganz erfrischend. Ja, es hat fast geklappt, Pferdchen. Wir üben das nochmal. Ha! Früh genug abspringt, geht's. Prügel den einfach. Hab gehört, Heinrich ist gemein. Der hat bestimmt mehr Geld dabei. Wollen wir schnell reisen oder wollen wir gerade hinreiten? Da können wir jetzt auch hinschnell reisen, oder? Schlenki, Schlenki, Schlenki. Boah, das dauert voll lange. Schlenki, Schlenki, Plenki. Ist der Delay groß? Ich weiß nicht. Ach du, ich habe noch eine Schabracke als Belohnung bekommen. Jetzt habe ich es gerafft. Nee, ich habe das nicht verstanden. Sorry. Das wäre ja geil. Haha, ich habe tatsächlich noch eine Schabracke geschenkt gekriegt. Genau die gleiche, oder was? Ja, ich habe genau die Schabracke, die ich gekauft habe, habe ich nochmal geschenkt bekommen.
Hab ich nicht gesehen, Dobby, danke. Deswegen war ich auch überladen. Wie witzig ist denn das Spiel, dass es mir genau das schenkt, was ich mir vorher gekauft habe? Wo ist hier unser Baus? Ich reite natürlich mit meinem Goldchen rein. Ich war jetzt auch ein paar Tage weg, ne, übrigens. Ich habe in der Zeit lesen gelernt. Sieh an, wer uns mit seiner Anwesenheit beehrt. Ich suchte nach dem Jungen und... Und hast niemandem davon erzählt? Doch. Ich musste der Spur folgen, solange sie heiß war. Und was, wenn die Banditen dir den Garaus gemacht hätten? Wir hätten dich nie gefunden, da du keinem erzählt hast, wo du warst. Wie hätte ich das Herrn Ratzig erklären sollen, hm? Ich weiß es nicht, Herr. Er verschwand ohne ein Sterbenswörtchen. Es kam mir nicht in den Sinn, dass er unbedingt sterben. Ey, du Arschkrampe! Ich... Jetzt sprich, Heinrich! Halt dein ignorantes Mundwerk, wenn ich dich mit der Weisheit eines Veteranen betraue. Du wirst tun, was ich sage. Nur reden, wenn ich es erlaube, und aufhören, nach Lust und Laune umherzuwandern. Ich würde ja deinen Arsch zurück zur Burg schleifen, um dich loszuwerden. Aber du bist ein verdammter Bauer, der nichts vom Kriegshandwerk versteht. Und ich soll einen Krieger aus dir machen. Und damit bin ich noch nicht fertig. Gnade dir Gott, wenn du so etwas nochmal machst. Mit Glück wirst du nur ausgepeitscht und landest am Pranger. Wenn es nach mir ginge, würde man dich als Deserteur hängen. Ich hoffe, das ist nun ein für alle Mal geklärt. Und jetzt, lass hören, was du zu berichten hast. Und Dobi hat tatsächlich noch gesagt, dass ich das, dass ich mich hätte abmelden sollen. Ich dachte, ich weiß jetzt ja, was los ist. Ich habe von Rotschopf erfahren, was geschehen ist. Dann raus damit! Werde ich nicht Rotschopf belohnt? Ich habe das doch gut gemacht! Einen der Banditen erkannte und fürchtete, dass sie zurückkommen, um ihn zu töten. Nun, er hatte recht. Sie haben nach ihm gefragt. Wen hat er erkannt? Seinen Namen wusste er nicht. Einen hinkenden Kerl aus Uschitze. Gut. Da du schon so weit gekommen bist, kannst du dich auch in Uschitze umhören. Wir haben hier genug zu tun. Herr Ratzig wird dir mehr dazu sagen. Er will dich sehen. Also los, wenn du noch nicht bei ihm warst. Recht hat er aber, mein lieber Franz. Ja, deswegen war ich ja nicht beim Bund. Ich mache die Sache ja gerne, wie ich möchte. Nicht wie so ein Vogelbär mir das sagt. Du hast nicht zufällig Arbeit, Hauptmann. Kommt ganz drauf an, wozu du bereit bist, Junge. Wie du sicher bemerkt hast, wimmelt es auf den Straßen von Räubern. Herr Hanusch aber ihr habt schon recht, hat ein hübsches Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Wie gehe ich am besten gegen sie vor? Wir kennen den Standort eines ihrer Lager. Es liegt östlich von Ratai, cool, einer stillgelegten Mine. Mir ist es ziemlich gleich, was du mit ihnen anstellst. Jedenfalls trägt ihr Anführer Sporen. Vielleicht geben sie gern vor, adelig zu sein, wer weiß. Wie dem auch sei, bring mir die Sporen, damit ich weiß, dass die Arbeit getan ist. Gut, ich kümmere mich darum. Warte! Herr Hanusch hat außerdem auf jeden Plünderer ein Kopfgeld ausgesetzt. Also nimm einen Deutsch mit. Er zahlt für jedes Ohr, das du bringst. Oh, vielleicht kriegt man... Klingt nach Spaß. Alles klar, das klingt nach Spaß. Nun, unter Spaß verstehe ich was anderes. Konnte ich vielleicht die Ohren nicht mitnehmen, weil ich kein Dolch hatte? Guten Tag. Guten Tag. So, wo ist jetzt Herr Ranzig? Ah, und ich muss noch mit den Leuten hier sprechen, ob die Fredebums wieder haben wollen. Weißt du, Franz, du bist kurz aus dem Gestüt raus, um den Überfall zu melden, kommst mit der Schimmerrüstung Level 25 Level weiter mit einem frisch besonderten Wert 20.000 Groschen mehr auf dem Konto zurück. Hat schon was Trotziges. Ja, das war... Ich bin zwar Einzelkind, aber so ein bisschen Trotz muss man ja auch können. Schön, dass du da bist. Hallo, Stinky! Das stimmt, ja. Gott sei mit dir, Hallo, Zora! Was hast du? Achso, die hat denselben Schüssel. Aber die mag mich mehr! Shit! Was kostet denn hier die geile Schabracke? Ah, genauso viel, okay. Aber du kannst hier die andere Schabracke haben, die brauche ich doch jetzt nicht mehr. 19,9 bin ich mit dir. Hellbuschen Zaumzeug. Ja, egal, dann sind wir das Ding los.
Reden wir über den Preis. Ja. Preisen wir über den Red. Oh nein, ich hoffe, ich habe meine... Nee, ich habe mein Diebesgut noch nicht verkauft, ne? Sind wir uns einig? Das ist zu viel. Wie geht es dir, Heinrich? Und Gesundheit, Heinrich. Danke, wie sie mich alle gut finden. Was willst du denn? Okay, dann nicht. Dann handeln wir halt nicht. Ist mir doch egal. Ich habe Rotschopf gefunden. Er bat mich zu fragen, ob du ihn wieder aufnimmst. Und warum sollte ich? Er könnte schuld am Tod meines Mannes sein. Was? Was sollte er sonst geflohen sein? Die Männer sagten, er war nicht im Bett. Sicher kein reines Gewissen, weil er den Halunken ein Zeichen gab. Nein. Er floh, weil ihn einer der Angreifer erkannte und er fürchtete, dass der zurückkommen und ihn töten würde. Alles nur Ausreden. Das würde der Angreifer nicht wagen. Aber sie kehrten am selben Tag zurück. Wäre er nicht geflohen, hätten sie ihn und alle anderen getötet. Wieso hätten sie das tun sollen? Wieso nicht? Sie hatten bereits einige ermordet. Wieso nicht ein paar mehr? Und ich soll ihn jetzt wieder aufnehmen? Was, wenn sie wegen ihm zurückkommen und dabei eine meiner Töchter töten? Die zwei Halunken, die ihn verfolgten, sind tot. Und die anderen haben keinen Grund zurückzukehren. Und was, wenn doch? Ich nehme ihn nicht zurück. Ich verstehe deine Bedenken. Bitte doch Herrn Hanusch darum, hier eine Wache zu postieren. Ein paar Stallburschen mögen die Banditen angreifen. Einen bewaffneten Mann kaum. Mir wäre sehr viel wohler, wenn jemand ein paar Tage Wache halten würde. Dafür kann gesorgt werden. Herr Bernhard hat sicher nichts dagegen. Nun gut. Rotschopf. So. Ja, Problemlösungsfranz. Hallo Dackel. Na? Geht. So, Kinder, wir sind mit der Folge durch, glaube ich. Tja. Ich habe mich so gut gewaschen, wie es in einem Trog geht. Ich habe dabei sogar das Wasser entfernt. Ach nee, da ist es noch. Ah! Entschuldigung. Ah! Bienenstock, Schießstand. Okay, hier haben wir jetzt auch eh gerade nichts zu tun. Ach, wir können ja wieder nicht speichern. Gesundheit, Glück und Frieden, dankeschön. Ist dabei gerade irgendwo gespeichert worden? Habt ihr darauf geachtet? Aber ich kann ja kurz gucken. 23:44, das war vor 4 Minuten. Ich soll zurück nach Ratta. Ja, ich will halt... Hier muss ich mit Herrn Ratzig sprechen. Dann verlieren wir... Ach so, ich habe sie nicht überzeugt, oder? Das ist das Gespräch mit der Frau, das wir den Plünderern haben wir... Gott dich behüten, Heinrich. Können wir uns hier wohl einfach... Ja, ist ja gut. Können wir uns hier wohl irgendwo ablegen? Ist hier verbotene Zone? Hey, pass auf. Fliegen. Ja. Wir müssen ja nur eine Stunde kurz schlafen. Oh, was ist denn hier alles los? Ach, guck mal, die haben hier... Ich hab sie überzeugt. Echt? War da ein Wert? Jetzt bin ich gespannt, ob gespeichert wird. Wenn wir uns einfach mal kurz ins Bett der Chefin legen. Ne, nicht gespeichert. Oh. Ne. Nief. Ist das hier ein goldener Pokal? Den darf ich nicht haben. Das ist natürlich Mist. Nee, es war nicht überzeugen. Da stand ja nicht Erfolg. Das war nur, weil ich halt eine gute Idee hatte, habe ich sie, glaube ich, überzeugt. Ach, das passt schon. Nächste Folge, wir sehen das schon, das wird schon hinhauen. Ich Ibims 1 Lappenvolk, das hat 33 Minuten. Das ist witzig. Liebe YouTube-Kids, diese Folge endet mit diesem süßen, bellenden Hund. In diesem Sinne bis gleich, ne?